Herr Skura, Oracle ist im Silicon Valley zu Hause. Welche Trends beobachten Sie derzeit bei HR-Systemen? Wir versuchen seit Anfang an, unsere HR-Systeme am Endnutzer auszurichten. Und was man vielleicht vielfach vergisst, ist, dass der Endnutzer in einem Unternehmen auch Konsument ist. Hier gibt es eine sehr hohe Schnittstelle und das ist das, was sich heutzutage massiv geändert hat. Die Art und Weise, wie wir einkaufen, wie wir eine Reise buchen, hat sich dramatisch geändert, besonders in den letzten 5 Jahren. Welche Entwicklungen aus der Konsumentenwelt spiegeln sich denn in den HR-Systemen wider? Wir beobachten derzeit 4 Trends, die sich innerhalb der digitalisierten Welt und Shopping-Erfahrung auch auf HR-Systeme übertragen werden. Das eine ist ganz klar, die Menschen wollen heutzutage deutlich individueller angesprochen werden. Sie wollen nicht nur individuell begrüßt werden, sondern ihr Profil und ihre Eigenheiten sollen sich im System widerspiegeln. Gleichzeitig, und das beinhaltet zum Beispiel aufzuzeigen, was die letzten Aktionen waren oder was die letzten Dinge waren, die man gekauft hat oder was auch Personen mit dem ähnlichen Profil gekauft haben. Und damit wären wir schon beim zweiten großen Veränderung. Das ist Empfehlungsbasierung. Das heißt, das System soll so intelligent sein, dass es auf der Basis ihrer vergangenen Verhaltensmuster neue Handlungsoptionen aufzeigt. Heißt zum Beispiel in der HWR-Welt übertragen, Sie schauen sich eine Jobrolle an und kriegen vielleicht direkt vom System offeriert, vielleicht könnte dies auch noch interessant sein. Das kann wieder für Firmen extrem interessant sein, zum Beispiel Positionen zu vermarkten intern von strategischer Relevanz, die der Belegschaft so noch gar nicht bekannt sind. Wie sieht es bei den visuellen Elementen aus? Kleine Videos, kurze Videos sind momentan der aktuelle Weg, wie Teilwissen transportiert wird, insbesondere über die Mobile Devices. Sie setzen sich irgendwo in die Straßenbahn und schauen sich schnell an, wie sie ihre neue Oberfläche zu konfigurieren haben. Oder sie sind unentschieden zwischen zwei Produkten, dann schauen sie sich einfach schnell ein Vergleichsvideo an. Dieselbe Logik kann man applizieren auf den HR-Bereich in puncto Learning innerhalb eines Unternehmens, aber auch zum Beispiel in der Kandidatengewinnung, um spezielle Aufgaben ganz authentisch, real life dem Kandidaten nahezubringen, zu zeigen, die Produktentwicklungseinheit für diesen speziellen Kunststoff zum Beispiel setzt sich gerade mit diesem Sachverhalt auseinander. Wir kriegen in kürzester Zeit von 2 bis 3 Minuten wahnsinnig viel Inhalt und Atmosphäre rüber, wie das reale Arbeiten dieser Tage ist. Und der vierte große Trend, den wir momentan sehen, das sind die sogenannten Communities. Wir vertrauen, glauben Online-Communities. Das kann jetzt hingehen zu dem bekannten Five-Star-Rating. Das funktioniert natürlich auch genauso innerhalb einer Belegschaft und es funktioniert aber auch in der Gewichtung von den Kandidaten eines Unternehmens. Wir denken an die Transparenz, die durch Glassdoor geschaffen wird, wo potenzielle Kandidaten oder ehemalige Mitarbeiter einfach die Qualität des Arbeitgebers bewerten. Wie schnell werden sich diese Trends in HR-Systemen durchsetzen? Die Trends sind ja schon da. Wir leben ja alle diese Trends in unseren aktuellen E-Commerce-Shopping-Aktivitäten und insofern wird das nicht aufzuhalten sein und in den nächsten 2 bis 3 Jahren sehen wir das umgesetzt. Herr Skura, vielen Dank für das Gespräch.